Sei mächtig gesegnet in Jesu mächtigen Namen, der du die Botschaft siehst und hörst. Und ich bete dafür, dass der Heilige Geist uns unseren Geist, unseren Verstand, unsere Ohren öffnet für die Wahrheiten Jesu, dass wir verstehen, wie die Wege Gottes sind. In Bezug auf Heilung, in Bezug auf Heiligung, in Bezug darauf, dass wir dem Teufel keinen Raum geben. Denn Heilung kann eine Zeit lang bestehen, aber wenn wir dem Teufel Raum geben, kommt Krankheit wieder. Und das habe ich sehr oft schon erlebt in der Praxis, wie wichtig es ist, die Rettungsbotschaft von Jesus Christus, das Evangelium von Jesus, an die erste Stelle zu stellen und dann die Heilung. Heilung ist ein gutes Zeugnis und Jesus heilt und will auch heilen und hat alles am Kreuz vollbracht. Er trug unsere Schmerzen und er nahm unsere Krankheiten mit ans Kreuz, damit wir heil werden. Durch Jesu Striemen ist uns Heilung geworden. Halleluja! Ich habe zu diesem Thema bereits sehr viele Videos auf unserem YouTube-Kanal von Netzwerk C. In diesem Video geht es mir darum, dir klar zu machen, dass Krankheit wiederkommen kann und auch darüber mit dir zu sprechen, woran das liegen kann. Denn wir sollen dem Teufel keinen Raum geben. Der Teufel läuft um uns herum wie ein brüllender Löwe und er wartet nur darauf, dass er so Türen hat, wo er wieder hineinkommen kann. Und die Bibel spricht davon, dass wenn wir unser Haus nicht aufräumen, dann kommt der Teufel wieder und bringt noch 7 andere Geister mit, die viel schlimmer waren als vorher. Die Krankheit wird schlimmer als vorher, wenn keine Umkehr stattfindet. Was uns nicht davon abhalten soll, für Ungläubige zu beten, ich nutze die Zeit, während ich für Ungläubige bete, das Evangelium zu verkünden. Aber auch Jesus hat immer wieder gesagt, wenn er für die Kranken gebetet hat oder sehr oft, sündige nicht mehr, gehe weg, aber tu die Sünde nicht mehr, sündige nicht mehr. Ich kann dir unzählige Beispiele aus meinem Heilungsdienst erzählen, wo ich für Kranke gebetet habe. Ein Beispiel vor einem Supermarkt, eine Frau war auf Krücken und ich habe für sie für Heilung gebetet, ihr während des Gebets das Evangelium von Jesus verkündet und sie hat Heilung erfahren. Das war so stark, man konnte das Knacken in den Knochen hören, dieses Krick-Krock und dann konnte sie ohne Krücken zum Auto gehen. Sie war ganz erstaunt, aber sie war Muslima und ich habe ihr erzählt, wie wichtig es ist, umzukehren und Jesus anzunehmen und das wollte sie nicht tun. Und das ist auch nicht mehr meine Verantwortung. Geh und sündige nicht mehr, hat Jesus gesprochen. Mehr können wir nicht tun, wir sollen für die Kranken beten. Und als ich diese Frau später wieder sah, war es schlimmer als vorher. Sie ist auf 2 Krücken gegangen, weil sie dem Teufel Raum gegeben hat. Und der ist wiedergekommen und hat noch 7 andere Geister mitgebracht. Oder ich möchte dir von einer anderen muslimischen Familie erzählen. Die haben wirklich schon viel Zeichen und Wunder erfahren von Jesus. Heilung hat stattgefunden und sie sind nicht umgekehrt. Krankheit war wieder da in der Familie und dann wollten sie wieder Heilungsgebet. Und dann habe ich ihnen von der Wichtigkeit der Umkehr zu Jesus erzählt. Dass ich nicht wieder für Heilung beten kann, wenn ich nicht weiß, dass sie umkehren, dass sie wirklich Jesus annehmen und Jesus vertrauen. Denn Jesus ist ja für unsere Schuld ans Kreuz gegangen und auch für unsere Krankheiten. Aber wenn wir Jesus nicht annehmen, nehmen wir ja nicht die Vergebung der Schuld an durch Jesus Christus, dass wir reingewaschen sind durch Jesus
Blut und vor Gott Vater bestehen können und dass uns auch Heilung zusteht, wenn wir mit dem Evangelium nichts zu tun haben wollen, dann können wir auch mit Heilung nichts zu tun haben. Verstehst du? Und darum geht es mir in dieser Botschaft. Und Krankheit hat etwas mit dem Teufel zu tun. Das ist etwas, was der Teufel bringt. Denn in der Apostelgeschichte steht, und das möchte ich dir vorlesen, im Kapitel 10, Vers 38, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Krankheit bedeutet, dass Menschen vom Teufel überwältigt sind. Und unser Missionsauftrag ist, heilt die Kranken. Aber wir haben auch von Jesus Gebote bekommen, Richtlinien bekommen für ein heiliges Leben. Und dies gilt für uns, die wir Jesus Christus nachfolgen. Auch wir können Krankheit wiederbekommen und sollten, wenn dies so ist, als erstes schauen und überprüfen, ob wir dem Teufel Raum gegeben haben. Und Gottes Wort ist das Licht für unser Leben, ist unser Wegweiser. Und deswegen möchte ich dir vorlesen, was in der Bibel dazu steht, was uns helfen kann, dem Teufel keinen Raum zu geben. Das steht im Epheser Kapitel 4, Vers 27 bis 32. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Diese Worte in der Bibel fangen an mit und gebt dem Teufel keinen Raum. Du kannst überprüfen, ob du Gutes anstatt Böses getan hast. Du kannst schauen, ob du segensreiche Worte gesprochen hast oder nicht. Du kannst überprüfen, ob du gelästert hast, ob du den Heiligen Geist betrübt hast, ob du in Bitterkeit gefangen bist, ob du vergeben hast auch denen, die dir Unrecht angetan haben, ob du Gottes Gnade hast walten lassen, so wie Gott dir gnädig war. Halleluja! Krankheit kommt vom Teufel. Nochmal, Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 38. Jesus heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Verstehst du das? Und wenn du dein Haus nicht aufräumst, dann kommt der Teufel zurück und bringt noch 7 andere Geister mit. Das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 24 bis 26. Das kannst du in deiner eigenen Bibel nachlesen. Tu das bitte. Durch Jesu Striemen ist uns Heilung geworden. Wir sind gerettet, wenn wir Jesus Christus annehmen, wenn wir diese Gnadenbotschaft, diese gute Nachricht annehmen, des Evangeliums von Jesus Christus, dann werden wir ewig leben und Heilung erfahren auch schon in diesem Leben. Halleluja! Geheilt sein, auch seelisch. Seelisch und körperlich, aber wir sollten tunlichst darauf bedacht sein, dem Teufel keinen Raum zu geben. Also wenn ich krank werde, was tue ich? Ich überprüfe als erstes, könnte es sein, dass ich dem Teufel Raum gegeben habe? Und ich bitte den Heiligen Geist, mir dabei zu helfen. Er ist unser Helfer, unser Lehrer, der zur Unterstützung Herbeigerufene. Ja, und wenn das nicht der Fall ist, dann kann es auch sein, dass ich trotzdem noch diese Krankheit habe. Auch das gibt es. Es ist hier keine Anklage durch diese Botschaft
Und ich will damit auf keinen Fall ausdrücken, wenn du noch krank bist, dann hat der Teufel noch Raum und in dir ist noch Sünde. Es gibt noch Gründe, die wir nicht wissen, warum wir auch durch leidvolle Zeiten hindurch müssen. Auch das müssen wir, das Kreuz Jesu, mittragen. Aber mir geht es in dieser Botschaft darum, dich zu sensibilisieren und zu überprüfen, wenn du Heilung bereits empfangen hast und die Krankheit kommt wieder, zu checken, ob du dem Teufel Raum gegeben hast. Und ich möchte dich auch dafür sensibilisieren, wenn du für Ungläubige betest, ihnen das Evangelium an die erste Stelle zu stellen. Ihnen zu sagen, wie wichtig es ist, umzukehren und nicht mehr zu sündigen. Und Sünde ist es auch, wenn wir ganz bewusst Jesus Christus nicht annehmen wollen, wenn wir andere Götter anstelle Jesus anbeten wollen. Das ist Sünde. Sünde ist es auch, wenn wir als Christen, die wir dann schon Jesus Christus angenommen haben, unser Leben nicht verändern wollen und weiter in Sünde leben und nicht nach Heiligung streben und unser Leben nicht verändern wollen. Ich hoffe, dass diese Botschaft an die richtige Stelle deines Herzens gekommen ist und dort Wurzeln schlagen kann, dass diese Botschaft ja uns in eine neue Dimension der Heilung und Heiligung bringt und in eine neue Dimension das Evangelium wieder ganz stark in den Vordergrund zu rücken. Denn es geht in erster Linie um Rettung und um ewiges Leben und dann um Heilung. Denn was hast du davon, wenn du geheilt bist, aber nicht in den Himmel kommst, kein ewiges Leben hast? Dann kannst du besser krank sein und ewiges Leben bei Jesus haben und das Kreuz noch mittragen, falls es so sein soll, und die Verheißung der Ewigkeit in dir tragen, dass alle Schmerzen von dir genommen sind, allerspätestens da, alle Tränen weggewischt sind und du ein neues, vollkommen wiederhergestelltes Leben hast in Ewigkeit. Halleluja. Amen. Sei mächtig gesegnet in Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen.